von einem unbeschwerten Urlaub auf der Erde. Guten Tag, Captain. Ich glaube nicht, dass Sie sich über den Risikofaktor im Klaren sind. Zu den gefährlichsten Regionen des Weltraums. Nur eine Crew wagt es, in Gebiete vorzudringen, in denen noch niemand zuvor gewesen ist. Wir brauchen alles, was die Mühle hergibt. Auf einem einsamen Planeten sucht ein abtrünniger Vulkanier nach dem absoluten Wissen. Um sie zu finden, brauchen wir ein Raumschiff. Er schreckt vor nichts zurück. Ich habe geträumt, ein verrückter Spinner hat die Enterprise übernommen. Haben Sie ein Gespenst gesehen, Spock? Vielleicht habe ich das, Captain. Unser Schicksal ist der Planet Chakare. Eben. Wir fliegen ins Zentrum der Galaxis. Man kann nicht ins Zentrum der Galaxis vordringen. Wenn du mich fragst, ich weiß, das wirst du nicht. Ich finde, das ist eine bescheuerte Idee. Wir treffen bestimmt auf die Klingonen. Bleibt auf Kurs! Für Kirk ist er ein Fanatiker, der bekämpft werden muss. Wir können die Barriere nicht überwinden. Ich sage, Gefahr ist eine Illusion. Für die Crew ist er ein Mystiker, dem man folgen muss. Durch Cyborg haben wir erfahren, dass wir unsere Gefühle nicht verstecken dürfen. Wir müssen sie herauslassen. Und ich muss jetzt zurück zum Transporter. Für Spock ist er die Vergangenheit, der er sich stellen muss. Weg ihn um! Du weißt, ich habe recht. Spock, meine einzige Sorge ist die Enterprise. Sind sie für mich oder nicht? Sperrt ihn zusammen mit Captain Kirk ein. Ich bin gefangen auf meinem eigenen Schiff. Worauf wartet ihr denn? Die Wand habe ich gesprengt, damit ihr ausbrechen könnt. Mr. Scott, Sie sind unschlagbar. Na klar bin ich unschlagbar. Ich kenne dieses Raumschiff besser als meine Westentasche. Notfrequenz sendebereit. Unser Schiff ist unter Kontrolle einer fremden Macht. Wir fliegen direkt auf die große Barriere zu. Verstanden, Sie. Das Rettungsschiff wird so schnell wie möglich bei Ihnen sein. Dort auf P-Position. 1, 0, 5, 2, 3, 4. Ich muss etwas unternehmen. Mr. Sulu, volle Kraft. Neuer Kurs liegt da. Warp 7. Für die Enterprise ist es ihr größtes Abenteuer. Star Trek 5. Am Rande des Universums.